können natürlich noch ein Thema ansprechen. Muss ich erstmal auszählen, muss ich mir erstmal, ne? Können mal über ein interessantes Thema reden. Religionen. Habt ihr darüber schon mal so nachgedacht? Religion? Was ist eine Religion? Das hat natürlich auch mit dem Sinn des Lebens zu tun. Das ist wahrscheinlich so alles in einem, ne? Religion bezieht sich ja eigentlich, so eine Religion bezieht sich eigentlich drauf, auf den Sinn des Lebens, an Gott beten. Ich bin selber evangelisch-protestantisch und ich bin auch konfirmiert und ich habe da schon einiges gelernt, Vater unser, alles, ne? Ich habe da viel gelernt. So, die Maus ist irgendwie jetzt. Warte mal, ich muss mal die Maus einstellen. Vielleicht geht's so besser. Ich kann die Maus nämlich einstellen, manuell. So, ja, also Religion. Einige Religionen verbieten das, andere Religion das und so. Ich gehe mal ganz einfach auf den muslimischen Glauben zu. Die Frauen müssen, so soll es in der Bibel, also soll es im Koran stehen, müssen ein Kopftuch tragen, müssen bedeckt rumlaufen, auch wenn das eigentlich so nicht gemeint ist, aber jeder macht das, von daher kann auch nichts ändern. Es ist zwar so nicht gemeint, so sagen wir Christen das, aber wie das da gemeint ist, weiß ich natürlich auch nicht. Und Religion. Genau, im muslimischen Glauben darf man kein Schwein essen, darf man kein Bier trinken, alkoholische Getränke generell überhaupt nicht, sind verboten. Und es gibt da Fastenzeiten und. Es gibt da ein bisschen, also es ist anders, es ist alles anders. Wenn man auch mal in ein muslimisches Land geht, Israel oder Israel, nehmen wir mal Israel. Ne? Juden, Muslime. Und gucken wir uns da doch mal ein bisschen was an. Dann sehen wir, der Koran meint auch, nicht nur die, dass sie Schweine nicht essen dürfen, weil sie schmutzige Tiere sind, weil sie sich im Dreck wälzen. Das ist dann wiederum so ein bisschen, wo ich denke, was ist denn da los? Warum? Mist. Warum? Warum machen die das? Was ist denn da los? Ne? Ich bin zwar noch nicht so gebildet, aber ich kann natürlich schon ein bisschen was sagen. Und es ist halt so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen seltsam, was das hier alles so ausmacht. Mensch, ich muss das versuchen, anständig zu erklären jetzt hier alles und es ist für mich auch nicht so einfach und, also es ist halt so ein schwieriges Thema für mich, halt so Religion, weil ich da auch nicht so viel Wissen drüber habe. Ich habe natürlich Wissen über den christlichen Glauben, ich bin konfirmiert, ich weiß, wie es ist, zu Gott zu beten, ich weiß, dass Gott jeden Menschen liebt, egal ob dick, dünn, doof, habe ich schon gehabt, dumm, keine Ahnung, dumm gibt's ja eigentlich nicht. Es gibt ja, nee, gibt's nicht. Also richtig dumme Leute gibt es eigentlich nicht, ne? Weil heutzutage hat man Google und wenn man Google hat, dann weiß man alles. Muss da eingeben kurz und dann hat man's. Aber es macht nicht nur Google aus, ne? Also, ist auch was anderes. Also kein Mensch ist jetzt besonders dumm oder so, auch wenn das in den Schulen auch mehrere Male vorkommt und so und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich gerade an Zauntor gedacht habe. Das ist so ein schwierig so im Let's Play, so wo sind jetzt Stöcke, egal, haben wir aufgebraucht scheinbar. Ich brauche nochmal ein paar Zauntor. Okay, ich habe das Thema jetzt, also es geht halt um Religion, das ist mir klar bewusst. Ja, gut, okay, jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt war. Egal. Aber ich würde euch raten, geht mal ins Ausland, checkt mal andere Kulturen ab und seht, wie die dort leben.
ich muss sagen, dass... Ich wollte gerade zur Kiste gehen. Das ist was Besonderes. Es heißt ja auch immer andere Länder, andere Sitten. Es sind tatsächlich ganz andere Sitten, die wir zum Beispiel hier haben. Die haben da keinen Computer in den indischen Ländern da. Kochen anders, sie essen anders, sie leben anders, sie beten anders am Tag. Sie haben andere Kirchen, zum Beispiel die Moschee. Sie haben vieles ganz anders. Ganz anders. So, jetzt muss ich zu essen und ein paar Eier holen. Ich hoffe, da kommt ein Huhn raus. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Ein Huhn. Ein Huhn. Ja, ein Huhn. Na, wie geht's dir? Das ist Albert Einstein. Nee. Hey, Albert. Warte mal. Habe ich Seed für dich? Nee, hier ist noch nichts gewachsen. Schön, dass das Huhn neben den Samenfeld ist. Schön. So. Wow. Hier züchten wir jetzt unsere Hühner. So. Zuckerrohr. Könnt mal wieder ein Hühnchen essen. Sag mal, wo ist denn das? Hier. Schmiedekunst, die habe ich auch schon in Erfolg, Mensch. Warum sind die Erfolge wieder alle weg? Ich verstehe das manchmal nicht. Warum sind die Erfolge wieder weg? Mensch, kann doch nicht sein. So, ein Huhn reicht. Ein Huhn. Ich hoffe, das Ding wird groß und wird... Ja, es wird uns bis jetzt immer... Es wird uns Essen liefern. Jetzt haben wir auch kein so großes Essenproblem mehr. Wir brauchen eigentlich Kühe, aber Kühe habe ich jetzt keine große Ahnung, wo die jetzt sein können. Wir könnten hier das Stockwerk hier nochmal einrichten, ne? Ja, ich möchte natürlich über noch ein Thema reden. Und zwar habe ich noch ein Thema hier parat. Und zwar habt ihr das kleine, das Simulationsspiel hoffentlich gestern alle gesehen. Und wer es noch nicht gesehen hat, so auf der Start, also das letzte Video, also das Ertrinkungssimulator 2015. Klickt das einfach mal an. Ich spoiler jetzt auch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Also am besten hier abschalten und dort einschalten und dann wieder hier einschalten. So, das läuft leer. Ja, wir haben ja gestern gesehen, wie das ist, wenn... Ich weiß nicht, ob die beste Freunde waren, die beiden, aber der eine hat den anderen ja richtig vom Segelboot geschubst. Das hat er mit Absicht gemacht, das habe ich auch erst später gemerkt. Ich habe das natürlich schon davor angespielt, damit ich sehen kann, was ich so machen muss, so. Und ich habe natürlich auch am Anfang, es tut mir leid, so einen kleinen englischen Sprachfehler. Es tut mir leid, aber ich bin halt nicht der, Beste in Englisch, aber ich war auch aufgeregt zu der Aufnahme. Und da kann man halt nicht alles richtig machen, aber trotzdem, oben links hat man auch manchmal die FPS-Zahl gesehen, das, keine Ahnung, was das war. Das muss am Computer gelegen haben, dass ja kein richtiges Spiel war. Das war ja nur eine Seite mit dem Spiel und ich muss sagen, das hat mich richtig schockiert, so richtig. Das hat mich richtig schockiert. Das haben die wirklich auch sehr realistisch gemacht von der Grafik her. Sehr realistisch. Ich bin da beeindruckt, richtig beeindruckt. Und, warte mal, wir haben, jetzt laufe ich hier so wie Falschgeld rum. Wir haben noch Knochen hier. Ich muss da ganz kurz aufhören. Wo habe ich denn Knochen? Ich glaube bei Sonstiges. Wir können doch unsere Getreide schon hochzüchten, Mensch. Warum mache ich das denn nicht? Mit Knochenmehl. Möchtest du auch? Kannst du sowas ab? Nee, ne. Warum züchte ich das nicht gleich hoch? So, das war's. Gut, den habe ich jetzt einmal aus Versehen mitgemacht. Egal. Hey, willst du was?
Ja, komm. Scheiße, ich gebe die ganzen Samen ihnen, anstatt hier auf den... Boah, bin ich doof. Bin ich doof, Mensch. Jetzt hab ich ihm die ganzen Samen gegeben. Ja, so kommt das, wenn man dann halt so, ne? Aber wir haben Brot. Wir haben gleich Brot. Ich würde sagen, wir machen uns am besten jetzt Brot. Sechs Brote. Erfolg erzielt. Backe Brot. Backe, backe Kuchen. So, jetzt haben wir Brot. Schön. Kommt natürlich zu Essen rein. Also, jetzt vom Technischen her sind wir jetzt sicher. Also, ich war nochmal auf dieses Segelteil zurück da. Ich habe ja selber meinen Segelkurs besucht, von der letzten Klassenreise, habe ich auch schon im Video erzählt. Und, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich viel... Also, hätte ich das Video gesehen, bevor ich diesen Segelkurs gemacht hätte, hätte ich mich nicht getraut zu segeln, ganz einfach. Natürlich weiß man, dass sie das nicht machen, aber... Man hat da natürlich auch keine Kontrolle drüber, ne? Es war natürlich jetzt auch kein so großes Segelboot wie das, was es da war, ne? Aber ganz ehrlich, es ist schon verdammt fies, wenn da sein bester Freund da irgendwie, seinen Typen da vom Segelboot schubst, um das einfach alleine weiter zu segeln. Und nicht mehr zurückkommt, nicht. Alter, und dann, wie er im Wasser dann seinen Fingernagel da abgerissen hat, schlimm, richtig, also richtig schlimm. Verdammt schlimm. Man soll sich ja im Wasser so ein bisschen wie so ein kleinen Kasten Beine in Händen zusammenfalten, also man soll sich so ganz klein zusammenfalten und so, ne? Habe ich dann, habe ich nicht gesagt, aber wollte ich dann sagen, aber hab's dann irgendwie vergessen und, dann, so, also dann soll man erstmal warten, also erstmal zum kleinen Kasten so zusammenquetschen und dann warten auf dem Wasser, nämlich so ertrinkt man nicht. Ich glaube, das wird sogar Spaß bringen teilweise, aber nicht für die Ewigkeit. Und, dass er dann gestorben ist und dann mit den Visionen von seiner Frau, die ihn dann angeschrien hat und so und, mit den Sand da, mit den Krähen, mit der Kirche. Alter, also hat mich schockiert. Das hat mich alles wirklich richtig schockiert. Muss ich zugeben. So, ich mach mal das Zuckerrohr auf der anderen Seite mal wieder weiter. Wir wollen nämlich mal richtig Zuckerrohr hinkriegen. Das können wir nur. Also Zuckerrohr brauchen wir jetzt für Bücher, für Zucker, für Kuchen. Wir wollen bald einen Kuchen machen. Wir können ja mal eine Kuchen backen. So. Kann ich hier nicht? Ach so. Auf Kies kann ich geilen Zuckerrohr setzen, ist auch interessant. So, dann haben wir jetzt hier erstmal auch so eine Reihe. Ich finde, es sieht schön aus. Also ich finde, ich möchte es behalten. So lässt sich es glatt leben. So, wenn das hier erstmal hochgewachsen ist, Alter, wir werden so viel Zuckerrohr haben, das glaubst du gar nicht. So, Essen haben wir jetzt auch so wieder so ein bisschen. So, Zuckerrohr nehmen wir jetzt rüber. Wir haben jetzt hier unser Lager aus. Das Haus benutzen wir nur zum Schlafen. Vielleicht sogar zum Überleben in der Nacht. So, Zuckerrohr ist da oben. Da haben wir jetzt auch schon wieder viel. Essen haben wir jetzt so ein bisschen. Wir können ja mal. Ich nehme mal wieder Bäume fällen. Und wenn es geht, ein bisschen Essen mitnehmen. Weißt du was, wir nehmen nämlich das Diamantschwert und nehmen das mit. Ich guck einfach mal in die Richtung. Da haben wir zwar schon so ein bisschen geschaut, aber hier gibt es Bäume. Warte mal, da unten ist ein Baumstumpf. Okay, wegen Lavasee, ja.
Gut, dann mache ich mal hier die Bäume weg. Damit wir ein bisschen Holz haben für alles. Und jetzt müssen wir uns auch noch um die Ernte kümmern. Es wird immer mehr. Also wir müssen hier richtig Verantwortung aufbringen, ne?